Hallo, hier ist wieder euer The Bossy. Heute mit einer Filmkritik zu Agent 00 Nix mit Bill Murray als Hauptfigur, als Wallace Ritchie, der ein Videotheksangestellter ist, der seinen Bruder an seinem Geburtstag besucht. Und der Bruder von Wallace hat halt keine Zeit für ihn und meldet ihn an so einem Theater Schauspiel, Stück mit, wo man real life, also so Schauspiel, wo man richtig mit in Action mitspielen kann. Aber was er nicht weiß, er wird in ein richtiges Verbrechen einberufen und macht da mit und meint, das wäre immer noch das Theaterstück, wo er mitspielt und gerät immer mehr in Gefahr und wird zum Beispiel von zwei Dieben ausgeraubt und lacht sich kaputt und sagt, er will seine Brieftasche wieder zurück, aber die verstehen nicht er lacht die so aus, der Wallace lacht die Diebe aus und die Diebe haben Angst vor ihm schon ein bisschen, also umgekehrt eigentlich. Ja, dann kriegt er die Brieftasche geraubt und ja, und sagt halt, er will es wieder zurück. Dann geht er halt weiter in so ein Haus rein und hört da jemand Hilfe, Hilfe schreien. Und geht rein und sieht dann die hübsche Frau da sitzen, vom Premierminister, so eine Freundin von ihm. Und dann geht er halt weiter. Und der Film geht halt weiter und weiter, immer mehr witzige Sachen. Da kommt noch Boris, der Metzger. Der wird von ich glaube, Alfred Morales gespielt, wo auch bei Spider-Man 2 den Octopus spielt, Dr. Octopus spielt. Spielt er mit als Metzger, Boris. Super witzig. Versucht immer den Wallace zu töten, kriegt's aber nicht hin. Und dann kommt noch die witzige Szene mit der ganz schlimmen Folterkönigin Promotkin oder wie die heißt. Das war super witzig. Die will ihm Stromschläge versetzen, aber er hat keine Angst. Und dann kommt der Bruder Wallace zur Hilfe. Wie man es auch nennen will, aber ist eigentlich gar keine richtige Hilfe, weil der Bruder kriegt dann Stromschläge versetzt. Und ist einfach nur witzig. Und dann am Schluss, pass auf Spoiler, wenn ihr es nicht hören wollt, dann müsst ihr abschalten. Am Schluss kriegt er dann noch einen Test unterzogen vom Geheimdienst. Da kriegt er so ein Kokosnussding vor die Nase gehalten. Da ist Gift drin. Aber er will sich eigentlich nur bücken und schlagt dem Kellner, also dem Spezialagenten, wo das ihm serviert, schlagt er das Tablett auf den Kopf und er fällt um. Und das ist so witzig. Ich finde den Film super. Ich habe ihn halt auf VHS, weil ich ihn im eBay nicht auf DVD finden konnte. Es gab ihn anscheinend nur auf VHS. Das ist mir aber egal. Ich kann ja auch VHS abspielen. Ich kann diesen Film euch nur empfehlen. Ist ein klasse Film. Holt ihn euch. Das war's für heute. Fertig, euer Sabosi.